Stichpunkt Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Seit einem halben Jahr publizieren wir nun das Stichpunkt Magazin und genau heute ist die Ausgabe Nummer 5 erschienen und in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich erhältlich. Es ist eine unglaubliche Reise und an dieser Stelle muss ich auch meiner Redaktion meinen größten Dank aussprechen, die es überhaupt ermöglichen, dass wir das Magazin in die Welt bringen können. Es sind ganz, ganz wunderbare Menschen beteiligt, die mit sehr, sehr viel Herzblut bei der Sache sind und ja, es ist ein unglaubliches Geschenk. Das muss ich mal an dieser Stelle wirklich anbringen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll es weitergehen? Mittlerweile erhalten wir ganz, ganz viele Anfragen von ganz, ganz tollen Journalisten, die sehr viel Erfahrung mitbringen, teilweise in den öffentlich-rechtlichen Medien gearbeitet haben und sie würden gerne für unser Magazin arbeiten, beziehungsweise hier auch ein neues Zuhause finden. Das bedeutet aber, dass wir wesentlich mehr Mittel brauchen, um das Magazin weiter umzusetzen und die Inhalte ausbauen zu können. Es ist ohnehin wahnsinnig erstaunlich, mit wie wenig Mitteln wir bisher dieses tolle Projekt haben umsetzen können, das aus meiner Sicht einen wahnsinnigen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringt, beziehungsweise auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu einer breiten Meinungsbildung darstellt. Das Feedback, das wir bisher erhalten, ist dementsprechend wahnsinnig positiv und das freut mich natürlich unglaublich. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einen Aufruf starten an alle, die dieses Video sehen, das Magazin bereits unterstützen oder kaufen. Bitte tragt das Wort in die Welt, dass es dieses Magazin gibt, das einen anderen Weg einschlägt als viele andere Publikationen. Es hat eine enorme Wichtigkeit, dass wir Informationen breit publizieren, dass Menschen Inhalte hören und sehen und erfahren können, die sie sonst nicht bekommen. Das können wir mit dem Stichpunkt Magazin auf sehr, sehr qualitative und hochwertige Weise bieten. Außerdem werden wir in Zukunft auch die digitalen Inhalte ausbauen. Wir haben ohnehin schon eine App, die in den App Stores erhältlich ist. Und wir werden Videobeiträge produzieren, Dokumentationen und auch Hörbeiträge. Und dafür brauchen wir euch. Wir haben mittlerweile einen Verein angegliedert zur Förderung der Medienvielfalt, über den auch unterstützt werden kann. Nicht nur das Stichpunktmagazin, sondern Autoren, Künstler, Journalisten, die wichtige Arbeit leisten. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Stichpunktseite www.stichpunkt-magazin.com. Ich möchte auch nochmal ganz deutlich mittelständische Unternehmer ansprechen. Ich denke, in dieser Zeit ist es sehr, sehr wichtig, dass gerade das Rückgrat unserer Gesellschaft, nämlich der Mittelstand, gestärkt wird und Sichtbarkeit erhält. Das können wir auch mit dem Stichpunkt Magazin gewährleisten. Wir wollen Unternehmer fördern, die einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Wir wollen Pluralität fördern, im besten demokratischen Sinn. Besonders in Zeiten, in denen viele Magazine aufhören, in denen Medienhäuser ihr Angebot drastisch reduzieren, ist es eine unglaubliche Herausforderung, aber auch eine tolle Chance, Neues zu schaffen und ein Medienangebot zu gestalten, das wirklich nachhaltig ist, das auch im eigentlichen Sinne das leistet, was viele andere Medienhäuser und Publikationen nicht mehr leisten, nämlich wirklichen Journalismus. Dafür brauchen wir euch. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr uns helfen könnt, dieses Angebot und diese Vision umzusetzen. Also nehmt diese Möglichkeit wahr. Helft uns, besser zu werden und unsere Reise zu begleiten. Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass dieses Magazin oder generell die Publikationen aus dem Verlag auf breiten Beinen stehen. Das ermöglicht uns eine Unabhängigkeit und weiterhin diesen unabhängigen Weg zu gehen. Ich danke euch für eure Hilfe, für eure Unterstützung und hoffe, dass wir diesen gemeinsamen Weg gut weitergehen können.
Alles Gute.